Auch wenn es keine Alternative zu diesem Friedensprojekt Europa gibt, kann die EU derzeit ihr Wohlstandsversprechen noch nicht einhalten. Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 21 Millionen Arbeitslose haben wir derzeit in der EU. In der Hochzeit der Finanzkrise gab es über 50% Jugendarbeitslosigkeit, vor allen Dingen in den südlichen Mitgliedstaaten. Und ein Viertel der EU-Bürgerinnen und Bürger ist von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Lange Zeit standen wirtschaftliche Ziele im Vordergrund der EU und nicht die Rechte der Beschäftigten. Aber allmählich wächst das Bewusstsein, dass auch soziale Fragen eine zentrale Rolle spielen, um Europa zusammenzuhalten. Insbesondere, wenn es um Arbeits- und Lohnbedingungen der ArbeitnehmerInnen geht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, setzt sich für eine solidarische Gesellschaft ein. Sie fordern die Sicherstellung von Mitbestimmung, zum Beispiel durch europäische Betriebsräte. Wir begrüßen Christian Hosbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auch anwesende Freundinnen und Freunde, ich will erstmal noch mal sagen, danke an den Bischof, dass er heute hier ist. Wir arbeiten ganz eng zusammen, deswegen sage ich das jetzt hier am Anfang durchaus mit der Kirche, auch mit den anderen Glaubensgemeinschaften, mit dem Sportbund und vielen anderen in einem Berliner Bündnis für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist wichtig, dass wir eng zusammenstehen, wenn es um die Kernfragen von Demokratie und Zusammenleben geht. Liebe Freunde, wir stehen hier mitten in Berlin und ich kann zwar gerade nicht hinter mich gucken, aber hinter mir steht ein besonderes Bauwerk und damit will ich mal in die wenigen Worte beginnen, die ich heute reden will. Das ist die Siegessäule, wie wir alle wissen. Die ist errichtet nach militärischen Siegen vor bald 150 Jahren, nachdem wieder einmal europäische Völker aufeinander gehetzt wurden. Und das war noch vor den beiden Weltkriegen, die unser Land und unseren ganzen Kontinent bis heute schwer belasten. Keine einzige Familie ohne Belastung, ohne Tote. Belastung bis heute. Wir wollen nie wieder ein Europa von Nationalisten, von Großmachtfantasten. Wir wollen ein Europa des Friedens, der Zusammenarbeit, ein soziales Europa. Das ist der Kern, mit dem wir als Gewerkschaften international zusammenarbeiten und der die Basis ist, auch für unser Wirken. Und deshalb müssen wir die Demokratie stark machen. Deswegen müssen wir zur Wahl gehen und diejenigen wählen, die Lösungen vorschlagen, die Lösungen vorschlagen statt Hetze. Liebe Freunde, das zweite Bein, auf dem Europa ganz fest stehen muss, das ist die Gerechtigkeit. Denken wir an die Pflegekräfte aus Polen, denken wir an die Bauarbeiter aus Rumänien, denken wir an die Erntehelfer aus Bulgarien, die hier in Deutschland arbeiten. Viel zu oft werden sie ausgebeutet. Das ist schlecht natürlich für die Ausgebeuteten. Das ist aber auch schlecht für die heimischen Kolleginnen und Kollegen, weil es die Löhne drückt. Das ist Gift für die Gesellschaft. Und das ist übrigens auch schlecht für die Wirtschaft insgesamt, denn von diesen Löhnen kann sich keiner was kaufen. Freizügigkeit in der Union. Mal in Weile ins Ausland gehen können, arbeiten können auch, ohne große Hindernisse. Das ist großartig. Das ist eine Errungenschaft der Europäischen Union. Aber es muss ein gewerkschaftliches Kernprinzip dabei eingehalten werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und das müssen wir durchsetzen und das können wir auch durchsetzen, wenn wir gemeinsam eine vernünftige europäische Politik wählen. Wir fordern eine ausgleichende europäische Wirtschaftspolitik. Dazu gehört ein europäischer Mindestlohn, dazu gehört eine Absicherung für eine Arbeitslosenversicherung in allen Ländern, die ihren Namen auch verdient. Und wir fordern insgesamt eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die sich an den Interessen der Menschen ausrichtet, statt an den Interessen von Kapitalanlegern. Um ein Thema nur noch kurz anzureißen, was hier in den großen Städten natürlich eine gigantische Rolle spielt. Wir brauchen ein soziales Europa auch für eine soziale Wohnungspolitik, die wir gemeinsam mit vielen anderen vorantreiben, mit der europäischen Bürgerinitiative Housing for All. Dafür wollte ich noch kurz Werbung machen, hier als kleiner Werbeblock. Das ist das Europa, für das wir kämpfen, für das ihr alle hier seid. Danke, dass ihr alle da seid. Überlassen wir Europa nicht den Populisten, Spaltern und Kriegstreibern. Niemals. Danke nochmal, dass ihr hier seid und tschüss. Vielen Dank, Christian Hosbach vom DGB.